Hallo und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge hier bei Karte Ingo Thüringen. Erstmal ein dickes Dankeschön für fleißig reinschalten und fleißig liken. Und dickes Dankeschön für alles. Wir werden jetzt gleich mit Ballenpressen beginnen. Ich werde dabei bleiben und schauen, wie das hinkriegt. Und vor allen Dingen verhindern wir dadurch hier, dass wir da wahrscheinlich immer rechtzeitig ihn abbremsen können, falls nicht so macht, wie ich das denke, ne? Ja, hier ist das ein bisschen hügelig. Auch mal die ersten Ballen nicht abhauen, ne? Tja, der erste Ball wird ja pferdefeucht Heu sein. Da wird ja auch Silage. Aber dann wird es ja Gras sein, ne? Ist hier versetzt. Sieht so aus, ne? Oh. Rechts. Mal ganz kurz stoppen wieder. Ich habe ja beim letzten Mal Verband gearbeitet und jetzt muss ich schauen, dass weder links weder rechts ist, einfach hinten wäre korrekt. Aber er muss ja eine Spur sein, ne? Noch von vorne anfangen. Hier zeigt er übrigens an. Wegen Verband. Ich habe vorher eben Verband gehabt und noch nicht reagiert. Ach hier. Im Mehrspielmodus hier mit meinem Neffen. Bei Volt Verband nicht. Und hier sehe ich gerade 2-2. Ja gut, mal gucken. Entladen auffüllen, deaktiviert. Bisschen komisch. Ja, das ist zumindest jetzt Mitte, ne? Und nicht schon ballen. Dann müssen wir ganz kurz entlassen, weil er kommt da nicht vorbei. Jetzt muss ich halt einstellen. Ah, ich kann auch selber pressen, ne? Erstmal. Ja, war es feucht. Wenn oben das Symbol feuchtig wäre, wäre das Gras trocken, ne? Aber kein Heu. So. Wenn wir gleich wieder sehen, wie das abstellt und aufrichten, ne? Also zack. Ist ein Erfinden von Pöttinger. Da ja wir, ich glaube, hier arbeite überwiegend für alpinen Bereich und zuständig fühlen, ist das dafür zu und klar, woanders geht es natürlich auch. Ne? Man kann aber ohne bestellen, soweit ich weiß. Also wer auf ebenem Gelände ist und auf ein Stück verzichten kann, der kann auch ohne. Man kann alles, man muss nicht alles haben, ne? Das ist ungünstig da. Jetzt habe ich da wieder auf Roll gemacht mit Abhauen. Das meinte ich mit Abhauen, ne?
Ja, die Wiese ist ziemlich klein hier. Sollte sich gerade da vorne abstellen. Weil der mit dem Schwatten noch die Außenbahn noch machen wird, ne? So, hier ist natürlich ein bisschen besser. Muss ich gleich mal hier vorne abstellen lassen. Beziehungsweise nicht weiterfahren. Muss ich hier vorne warten. Mal gleich mal den Ballen wegholen beziehungsweise retten. Natürlich würde jetzt keiner der Bauern oder überhaupt ein Mensch so einen Ballen bewegen können, also vergisst es. Das wird nicht gehen, jetzt ist der umgefallen. Liegt, okay. Aber die sind echt schwer, die Ballen. Also früher die kleinen hat man noch locker heben können, aber die großen bewegst nicht mehr. Aber ist halt so, ne? Ist ja mit den kleinen nicht mehr produktiv. Das ganze Jahr. Muss hier immer rentieren. Ist ja normal. Sobald ich mit dem Schwatten durch ist, können wir es übergeben, ne? An Kursplay. Den müssen wir auch hier vorne stehen lassen. Halt ein bisschen warten. Könnt ja weiterfahren, aber den Augenblick liegt ja genau da, wo er näher fahren wird. Ne? Das ist ja ungünstig. Ist aber selten, dass ich alleine arbeite. Meistens lasse ich arbeiten. Aber wie gesagt, viel Ertrag kriegen wir nicht raus. Das ist irgendwie mau. Das ist halt Stufe 1 oder so. Das ist nicht viel. Muss ich warten. Zack. Wo kann es sein? Macht er seine Runde. Das Nachgewende kann man sagen, ne? Und beeilen. Ist ein Ball noch. Den muss man noch wickeln, aber wie gesagt, das ist. Das war größere Ballen, Anführungszeichen, durch den Mod auf 8000 eingestellt, dadurch ein paar Ballen weniger. Aber mengenmäßig ist das halt doppelt da halt. Ne? Ja, ein bisschen Force hätten wir auch machen können, aber das wollte ich eigentlich im Winter machen. Ne?
Wir müssen mal sehen, ob wir später hier Gas. Ja, der Anne fährt mit 16 km/h. So, die ländlichen Bahnen sind ein bisschen arbeitsfreundlicher, ne? So, über hier. Ja, meine Haare mal länger, aber zur Friseur gehe ich aktuell nicht, weil das ist hier ganz schön. Weiterfahren. Ich muss meine Mitte ablegen. Das ist gut. Das meinte ich mit, macht es nicht sauber, weil irgendwie zu hügelig ist. Und sonst wäre das. Er wird nicht so liegen bleiben hier. Den wir zurückbringen. Wurde ja schon bearbeitet. Ja, ganz weg kriege ich es auch nicht. Muss man eh einen anderen versuchen zu bekommen. Das besser geht. Sparer von Völlinger, kleineren, aber einen großen haben wir nicht dabei. Junge, so. Geht hier bergauf hier, ne? Oh, sie wird so nass. Ups. Ja, hier ist nicht Mais Plus und deswegen ist hier auch Gras feucht und mal nur Gras. Ne? Ja, mal sehen, ob wir hier mal Heu machen können. Unwahrscheinlich, ne? Das werde ich wahrscheinlich im globalen Markt kaufen. Weil es hier ziemlich recht und oft regnet und ergiebig regnet, kann man sagen. Ja, teilweise ungünstig geschwattert, ne? Also so breit, wo man das wohl liegt. Keine Ahnung. Und sagt wahrscheinlich fürs Gelände zu hügelig. So, mal gucken hier. Mal ein Kursplay. Besser arbeiten kann wie ich. Ne, wir müssen zusehen nachher, dass wir mit dem Big M zur nächsten Wiese kommen, zu 63. Aber da muss ich erstmal die losen Ballen einsammeln. Das heißt, wir müssen da mal hinlaufen, vom Fan, die Ballen von der Wiese aufnehmen. Sonst können wir da nicht mähen. So. Wurde missverarbeitet, ne? Ja, irgendwas haut noch nicht hin. Der Anhänger mag das irgendwie nicht. Kurve so schnell genommen. Kann ich schauen.
Oder zu eng, die Kurve kann auch sein. Da hat sie irgendwie die Deichsel eingehackt. Ungünstig. Und gestern war ich noch richtig munter und frisch, heute ist wieder anders. Wie schön sagt, Wochenende gut erholt, Montag gearbeitet einigermaßen, Dienstag, naja, schon wieder, naja, urlaubsreif. Ja, muss im Alter liegen, glaube ich, weiß auch nicht genau. Reich für die Rente, aber gut, für die Rente noch lange hin. Aber ich wollte hier nicht aufhören. Ich wollte hier weitermachen. Aber so ein paar Jahre hin noch, also. Da denken, brauchen wir noch nicht. Planen schon gar nicht. Aber ich habe eine gute Nachricht. Bei mir zu Hause haben sie, oder beginnen sie zumindest ein Verlegen von Glasfaserkabeln. Das ist bei der Heimat, wo ich später zurückziehen will und möchte. Das sind gute Voraussetzungen für Weitermachen auf YouTube. Stand heute. Und denn, wenn die Geschwindigkeit nicht passt mit Upload und so, dann wäre das nicht machbar gewesen. Also ist es schwierig, das zu realisieren. Ne? Natürlich hängt es davon ab, wie hoch meine Rente ist, was für Kosten der sein werden, das ist dann auch klar. Aber das sind Gedanken für die Zukunft, da brauchen wir noch keine Pläne machen. So, und den anderen, den werden wir runtersammeln. Ich will sonst drüber fahren. Erntereif. 210.000 Liter, 211. Den tragen wir runter, weil so zack. Da sind die Lageballen. Apropos Rechtsklick, wenn man den Ball aufsammelt und werfen will, dann kommst du in kein Fahrzeug rein. Da ist noch einer. Ein paar waren hier zu viel, bekam ich nicht mit und ein oder anderes runtergerollt hier, so wie der hier. Gut, können wir zum Hof fahren. Hier ist noch eine Wiese. Für den späten Verlauf. So, Zuschauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ja, Rasenmähen angefangen, Quatten und Pressen auch. Ja, na, mähen nicht, aber wir haben jetzt mal eine Wiese fertig. Dann sagen wir tschüss. Ciao. Noch ein dickes Dankeschön, dass Sie reinschauen. Jo. Morgen geht's hier weiter. Die nächste Wiese. Main. Tschüss. Ciao. Winke, winke. Die ist am Anfang. Ja, noch ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.